Moin liebe Leute, heute probiere ich mal was ganz Ausgefallenes. Und zwar möchte ich einen Aal japanisch filetieren. Ich habe mir das vorher bei YouTube angeschaut. Also da stehen die Jungs auf dem Fischmarkt, ziehen einen Aal nach dem anderen übers Brett, klappen den auf, schneiden die Mittelgräte raus. Kann man sich angucken, wenn man unter den Stichwörtern guckt, da how to filet in Eel. Da kommt man dann automatisch dahin. Manche Leute werden sagen, oh, das kennen wir doch schon längst, das ist der gute alte Spaltfisch. Habe ich auch mal in einem alten Räucherbuch gesehen. Besonders mit großen Aalen wurde das oder wird noch gerne in Norddeutschland so verfahren, dass die gespalten werden und dann aufgeklappt im Rauch hängen, weil die dann viel besser das Aroma mitkriegen, anstatt wenn da so ein dicker Fisch drin hängt. Ganz ehrlich, ich habe es noch nicht probiert. Das ist heute mein allererster Versuch. Ich habe noch einen Aal in Reserve und wir schauen mal, wie das funktioniert. Den Aal hier habe ich mit einem Aaltöter per Genickstich getötet. Dass der sich jetzt noch ein bisschen bewegt, wird jedem bewusst sein, wenn man ihn frisch geschlachtet hat. Als allererstes wird der fest aufgepiekt, dass der hier fixiert ist. Das ist sowieso mein klassisches Aalzerlegebrett. Das ist immer ganz gut, wenn man so einen Dorn hat und ihn jetzt auch ausnehmen will. Ich besitze kein spezielles japanisches Filetiermesser, benutze jetzt standardmäßige Küchenmesser, die aber sehr scharf sind. Und da das hier mein erster Versuch ist und ich mir nicht vor laufender Kamera den Daumen abschneiden möchte, benutze ich sicherheitshalber mal einen Schnittschutzhandschuh. Ich schneide mit links. Entsprechend sollten Rechtshänder ihre linke Hand schützen, darüber dann einfach einen Gummihandschuh und dann geht's los. Der Unterschied zu der Art, wie ich jetzt filetieren möchte, ist folgender. Normalerweise geht man ja hin, nimmt ein Filetiermesser und schneidet das Filet so runter und dann auf der anderen Seite. So wie ich das jetzt gesehen habe, läuft das ein bisschen anders. Dann wird der Aal hier angeschnitten, am Rücken entlang filetiert, so dass die Bauchseite unversehrt bleibt. Dann wird der aufgeklappt, die Mittelgräte entfernt, die Rippen entfernt, der Flossensaum entfernt in zwei Stücke und dann hat man so schöne breite Stücke in der Theorie, die man sich dann auf den Grill hauen kann oder den Fisch dann aufgeklappt in den Rauch hängt. Der erste Schnitt kommt also hinter der Brustflosse quer bis auf die Wirbelsäule. Jeder, der schon mal einen frischen Aal zerlegt hat, weiß, wie sich die Biester noch wehren können, nervmäßig winden. Die drehen sich ja teilweise noch in der Pfanne, wenn sie frisch gebraten werden. Ich hoffe, der hält jetzt einigermaßen ruhig, denn der erste Schnitt kommt jetzt entlang der Wirbelsäule. Wie gesagt, alles erster Versuch. Da haben wir es nämlich, genau. Und dann nach da aufgeklappt. Wunderbar. Und schon hält er ruhig. Als nächstes die Innereien raus. Schwimmblase. Aber so sieht das schon mal ganz gut aus. Fast wie im Film, würde ich sagen. Jetzt ist hier die Wirbelsäule. Und dann gehen die Jungs hin, schneiden die durch und ziehen das Messer noch mal so da lang, dass die Wirbelsäule weg ist und man quasi nur noch das Muskelfleisch hat. So, jetzt bin ich gespannt. Ab. Nicht weiter schlimm. Ja, hier habe ich ein bisschen zu großzügig
auf der Vorderseite geschnitten, deswegen gerade das Problem. So geht das wunderbar. Zack. Kopf mal weg. So. So sieht's denn aus. Ich finde, jetzt ohne Gag für meinen ersten Versuch, war das gar nicht mal so übel. Als nächstes ist dann noch der Flossensaum dran, hier oben. Und dann gehen die immerhin, schneiden hinten ab, schneiden das durch die Mitte durch. Richtig durch die Mitte durch. Fertig ist die Laube. Also da kann ich mir jetzt auch richtig gut vorstellen, entsprechend gewürzt, dass das eine schöne, grätenfreie Nummer ist, wie der Aal auf dem Grill landen kann. Auf der Haut gegrillt, schnell durch, fertig. Und ohne das teure japanische Messer. Also womit ich gerne schneide, sind immer Klingen aus Carbonstahl. Die werden hinterher ein bisschen hässlich, weil die anlaufen, müssen immer ein bisschen mit Öl gepflegt werden. Der Vorteil ist, man kriegt die sauscharf geschliffen. Grundsätzlich in der Küche. Ich würde mal sagen, ich probiere jetzt in Ruhe nochmal meinen zweiten Aal aus und Sie fangen sich auch mal ein und probieren das mal aus. Bis dahin, tschüss.